Hast du Pegel? Wir haben ganz lang kein Video gemacht. Und das kam jetzt, glaube ich, so ein, zwei Wochen fast nichts mehr auf unserem Kanal. Ich war krank, weißt du? Und hab viel Husten, Kotze, Sollte nicht so sein. Wir sind aber alle nur Menschen. Bringt mich aber zu was. Und zwar, wir haben ganz viel Technik und Umbau und Zeug. Und wir brauchen ja mehr Kameras und wollen auch in mehr Situationen drehen und mehr arbeiten. Weil mehr arbeiten ist die Heilung für alles. Und deswegen haben wir über die Zeit einiges an Material zusammengesammelt. Und auf Grundlage und Basis eures Feedbacks, das wir bekommen haben aus verschiedenen Livestreams und der Frage, der wir heute nachgehen, was ist eine gute Einsteigerkamera zum Streamen, zum Vloggen, zum Aufnehmen? Diese Frage haben wir ein paar Mal bekommen, öfters bekommen. Dem wollen wir heute nachgehen und dafür haben wir was vorbereitet. Und zwar drei Modelle an Kameras. Wir haben eine Actioncam und die anderen Sachen kann ich gar nicht zeigen, weil das kommt gleich. Also wir haben erstmal angefangen und haben uns gedacht, Actioncam, jeder hat eine Actioncam, jeder will eine Actioncam, damit könnte man doch auch filmen, ist doch bestimmt ganz lustig, aber GoPro ist zu teuer, also schauen wir, was gibt's Günstiges auf dem Markt. Also haben wir uns eine sehr günstige besorgt für 30 Euro, die habe ich gekauft, habe ich der Saskia gegeben. Dieses Material habt ihr auch schon gesehen, übrigens in den IFA-Tagen. Dann haben wir uns noch eine zweite Actioncam zugelegt, die Firma Uten hat uns die gesponsert. Uten! Also die heißt Uten, aber nicht die Firma Uten, aber sie wurde gesponsoriert. Haben eine zweite günstige Actioncam für einen Vergleich, die hat nicht 30, sondern die hätte 45 Euro gekostet. Und zum Vergleich haben wir noch einen Camcorder von Andor, den habe ich Saskia mal gekauft für so Vlog-Action. Der hätte so 80 Euro gekostet. Jetzt haben wir einen Vergleich, 30, 50, 80, alles Einsteiger-Modelle. Was kann man damit machen? Wo sind die Unterschiede? Was haben sie drauf? Wir haben alle drei Modelle hier mal aufgebaut, stativtechnisch. Und diese filmen gleichzeitig unser Material hier mit. Ich werde mich jetzt auch mal kurz so da vorstellen. Dann können die Leute mal so ungefähr einschätzen. Die sind alle auf diesem Tripod montiert und filmen quasi den gleichen Inhalt. Auf der rechten Seite ist die Uten-Kamera. Auf der mittleren Seite ist die 4K No-Name. Und auf der von mir aus linken Seite ist die Andor-Kamera. Alle drei Kameras nehmen mindestens in Full HD auf. Die zwei Actioncams nehmen in 4K 30 FPS auf. Die Andor-Kamera nur in HD, aber dafür in 60 FPS. Das hier ist Uten, das hier ist No Name. Also Uten, No Name und Andor-Kamera side by side. Ich kann euch auch mal ungefähr die Blende vorlesen. Eigentlich sollte das hier, die Uten-Kamera, eine 2er-Blende haben. Die 4K-Kamera sollte eine 2,6er-Blende haben. Und die Andor sollte auch eine 2,6er haben. Also die sollte bis 3,8 mm gehen. Das glaube ich nicht so ganz. Ihr könnt es ja am Footage selber jetzt entscheiden, welche davon gut und welche schlecht aussieht. Zum Zubehördatensatz, den wir hier haben bei den 4K-Action-Cams. Das typische GoPro-Nachmach. Set, da ist alles dabei, von Fernbedienung über wasserdichtes Gehäuse. Diese Teile haben wir alle getestet, die haben Standard-China-Qualität, sind natürlich für jede GoPro auch kompatibel, funktionieren auch an jeder GoPro und sind auch wasserdicht, ganze eben zweimal. Das andere Set habe ich hier, da ist das gleich jetzt nochmal drin, das kippe ich jetzt hier nicht aus. Die Andor-Cam hat so eine kleine Tasche dabei, aber was geil ist, und zwar eine Fernbedienung. Nicht nur so wie bei den 4K-Cams, die wir hier haben, diese kleine Aufnahme-Start-Stopp. Nein, wir haben alles, wir haben vom Zoom über Helligkeit, über ISO, da ist alles dabei, sogar Wiedergabe. Alle drei Kameras können über HDMI extern angeschlossen werden, was ziemlich geil ist. Aber nur die Andor Cam schafft es, einen Clean Feed herauszugeben. Für Streams wollten wir unsere 4K-Kameras nutzen. Das ist aber leider mit diesen Action-Cams relativ schlecht umsetzbar, weil wir immer das Overlay eingeblendet haben. Man kann es nicht deaktivieren. Die Software ist da relativ merkwürdig. Aufnahmetechnisch gibt es ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Der Autofokus der Andor Cam ist relativ fix. Die 4K-Kameras haben zwar auch einen Autofokus, der reagiert nicht ganz so schnell. Die Andor Cam im Vergleich hat auch keinen Bildstabilisator, obwohl sie ein relativ großes Objektiv hat. Die zwei Action Cams haben eigentlich auch keinen Bildstabilisator. Also ist alles relativ wackelig, würde ich mal sagen. Für Action mit den Action Cams braucht ihr auf jeden Fall eine Verkrümmungsstabilisierung oder einen Bildstabilisator nachträglich beim Schneiden. Akkus halten relativ gut durch. Bei der Uten 4K Kamera hält der Akku ungefähr 3,5 Stunden. Vielleicht mit Glück. Tonqualität ist bei allen drei scheiße. Da schneidet die Uten 4K gut ab. Die No Name
völlig beschissen. Die ist richtig blechig und Mist. Und die Andor schneidet am besten ab. Deswegen haben wir auch die Andor-Kamera oben drauf. Das ist so ein Richtmikrofon, damit kann man richtig schön Shotgun-Szenen drehen und kann was arbeiten. Das ist eigentlich ganz cool. Außerdem hat die Andor-Kamera als einzige Kamera einen schönen Mikrofon in. Die anderen zwei haben natürlich die typische Action-Cam-Krümmung. Da sieht man auch schon, die Farbunterschiede sind deutlich bei beiden. Nicht nur auf dem Display, weil andere Displays verbaut sind. Die Andor-Cam hat aber was Geiles, und zwar die Lichttaste. Die ist die einzige, die ein Licht hat. Dieses Licht ist super praktisch zum Filmen nachts oder in dunklen Szenerien. Wir haben auf der Andor-Cam auch einen Hotshoe. Wir haben auf allen drei Kameras Wi-Fi. Leider funktioniert Wi-Fi bei den 4K-Action-Cams nicht so gut und bei der Andor-Cam auch nur bedingt. Wir haben bei allen drei Kameras 24 Megapixel verbaut. Steht drauf, wissen wir natürlich nicht. Welche der Kameras ihr euch zulegen solltet? Wir persönlich empfehlen natürlich den Camcorder. Erstens durch die Handhabung, zweitens Hotshoe. Vielseitig einsetzbar, Licht dabei, ist ein analoger Zoom mit drin, ist nicht ganz so fischäugig, kann man mal schnell drehen und es ist nicht so viel Geld verloren, wenn der mal kaputt geht. 80 Euro sind 80 Euro. Das kann man verschmerzen und dafür kriegt man trotzdem einen Camcorder, mit dem er in HD noch einen guten Einsatz fahren kann, in innenbeleuchteten Räumen auch sehr gut drehen kann, wie ihr seht. Den würde ich empfehlen. Die zwei 4K-Kameras nur bedingt. Unsere, die wir auf der IFA verwendet haben, hat teilweise Tonaussetzer gehabt, was echt unpraktisch war und ein bisschen Ruckler, also Asynchron Frames, die der Carsten getestet hat, die Uten 4K-Kamera. Die ist eigentlich auch ganz gut, da kann ich jetzt nicht sagen. Die Bildqualität ist gut. Leider stört mich keine Bildstabilisierung. Für mich jetzt persönlich nur auf Stativ tauglich und in Bewegungs- werde ich seekrank von den Bildern. Und welches Bild euch am besten gefällt, könnt ihr euch jetzt selbst entscheiden. Klar, der YouTube-Algorithmus würde das Ganze schon tot prügeln und tot komprimieren. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem noch ein bisschen Unterschiede ausmachen. Ich lade es in der höchstmöglichen Qualität hoch. Und dann könnt ihr euch entscheiden, welche von denen ganz gut aussieht. Diese 4K-Kameras liefern tonnenweise Gadgets und Sachen mit, falls sie unbedingt verwendet werden müssen oder man Wegwerfprodukt oder man in gefährlichen Szenarien drehen will. Wie zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen bei explodierenden Gegenständen und Vulkanen. Dann ist so eine Wegwerfkamera doch ganz okay. Die haben unterschiedliche Linsen verbaut. Aber das ist auch alles, was unterschiedlich ist an diesen Kamera. Ich schätze, der Sensor ist genau der gleiche. Unterschiedlich konfiguriert, aber genau der gleiche. Die Software, die aufgespielt ist, ist genau die gleiche Software, auch wenn sie unterschiedlich bedient wird, witzigerweise. Es ist XDV Sports Software, bla bla bla. Das heißt, der gleiche Hersteller rebrandet natürlich diese billigen GoPro-Nachbaus und verändert sie immer ein kleines bisschen, haut sie unter anderen Markennamen raus. Das ist interessant. Mich würde mal interessieren, was von diesen Nachmach-GoPro-Kameras die höchstwertigste wäre. Wenn das einer von euch weiß, bitte in die Kommentare posten. Vielleicht schauen wir uns die auch noch an. Und sonst bleibt natürlich die Auswahl wieder jedem überlassen. So wie Linus immer sagt, was sollte man suchen? It depends. Ihr müsst euch überlegen, was ihr braucht, was ihr haben wollt, wie viel Geld ihr habt, wie viel ausgeben wollt, wozu ihr es einsetzen wollt. Am vielseitigsten ist trotzdem der Camcorder. Auch wenn er vielleicht keine 4K liefert oder so scharf ist, damit kann man viel weniger falsch machen und hat mehr Möglichkeiten. Wir haben keinen Inhalt mehr und wir beende ihn jetzt. Normalerweise haben wir jetzt immer Endcard-Action, aber wir machen ja keine Endcard-Action mehr. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie ich jetzt aufhören soll. Das ist so lange her, dass wir ein Video gemacht haben, dass ich nicht mehr weiß, wie ich das Video beenden soll. Das Problem, das haben wir immer. Haben wir immer? Immer. Aber wir haben ja schon 111 Videos drauf. Ja, aber immer. Schickt doch noch ein paar Grüße raus. Nein? Der Scheinwerfer kackt ab.